an welchen Gott ich glaube, an den, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Mensch und Tier und alles, was hier auf dieser Erde ist, erschaffen hat. Der, der von sich sagt, ich bin das Anfang und das Ende. Das Wort, was von Anfang an da war. Der, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Der, der auch Geist der Wahrheit ist und für immer bei uns bleiben wird. Der, der Frieden haben will und den, in wessen Namen wir taufen sollen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der, der sich selber Mensch gemacht hat, um für unsere Schuld zu sterben. Wohnungssuche in München. Bitteschön. Das ist die Wohnung. Ja. Wollen Sie die? Wie teuer war sie nochmal? 1500. Kalt. Staffelmiete. Welche Farbe seht ihr da? Gold und Weiß, oder? Wusstet ihr, für alle, die jetzt gerade Gold gesehen haben, dass das Originalkleid blau ist und schwarz? Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Vater, ich hab so eine Frage. Meinst du lieber ja oder nein? Ich glaube, es ist keine gute Idee. War das ein Ja? Nee, ich habe Nein gesagt. Okay, ja, ne? Ich bin mir sicher, dass ich nicht Ja gesagt habe. Ich habe Nein gesagt. Sorry, ich kann deine Lippen nicht sehen. Was hast du gesagt? Nein. Meinst du Nein, lieber soll ich Ja machen? Ja, du hast ja einen freien Willen. Ey, du hast Ja gesagt. Du hast Ja gesagt. Das Ja war nur am Anfang, aber ich empfehle dir Nein. Okay, ich verstehe, ich soll selber entscheiden. Also, ich würde Ja sagen, okay? Okay, du hast einmal Ja gesagt, 4000 Mal Nein, aber Ja nehme ich, okay? Danke. Hey, ich muss dir was erzählen, und zwar habe ich Jesus jetzt kennengelernt und ich habe mich bekehrt. Boah, voll schön, dass du dich bekehrt hast. Am besten fragst du jetzt Gott, bevor du irgendwas machst. Okay. Gott, soll ich den nächsten Schritt machen? Mit links oder mit rechts? Gott, soll ich heute Banane oder Weintrauben essen? Gott, welche Pflanze ist schöner? Die oder die? Gott, was soll ich heute lesen? Ezechiel oder Matthäus? Wirklich alles? Okay, ciao. Erkennt ihr das auch? Ihr wisst einfach nicht, welches Hemd ihr zum Gottesdienst anziehen sollt? Und ich meine, viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Wir müssen gleich los. Und man will ja auch nicht wie der letzte Rowdy aussehen. Zeit aufzustehen. Oh, Zeit schlafen zu gehen. Guten Tag. Ich liebe deine Haare, darf ich die mal anfassen? Ey, danke, aber ich fänd's sehr uncool, wenn du meine Haare anfassen würdest. Hä? Wieso nicht? Was ist denn daran so schlimm, wenn eine Person mal deine Haare anfasst? Ja, das wäre kein Problem, aber was denn mit denen hier? Corey, darf ich deine Haare anfassen? Ja, wir wollen auch deine Haare anfassen. Ah, ach so, okay, verstehe. Wir sehen uns. Ey, Vater, und bitte schenk mir noch endlich ein Auto. Und ein Haus und eine Arbeit und eine Frau. Danke. Oh nein, ich habe vergessen, Amen zu sagen. Achso, und Amen. Amen. Oh, tut mir leid. Du hast nicht Amen gesagt. Wir reden heute über Kolosser 4,2. Corey, kannst du bitte mal aufschlagen und vorlesen? Ja, Kolosser, ne? Kolosser, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Prediger, Wie sieht's aus, Corey? Bist du soweit? Ich weiß nicht mehr, wo Kolosser ist!
Was haben Vergebung und Zähneputzen gemeinsam? Wenn du es nicht täglich tust, dann wirst du immer so einen Beigeschmack haben. In Matthäus 6, 14 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Also, denkt darüber nach, wen ihr nicht vergeben könnt. Und macht es so wie Zähneputzen. Jeden Tag. Am besten zweimal, noch besser dreimal. Vater, wieso lässt du mich eigentlich so leiden? Kind, ich habe einen Weg für dich bereitet, aber du darfst dich entscheiden, ob du ihn gehen möchtest oder nicht. Ach so, gegen die Wand laufen ist gar nicht dein Plan. Wenn du dann wieder zu mir kommst, keine Angst, ich nehme dich wieder auf, ich tröste dich und ich zeige dir wieder den richtigen Weg. Oh. Wo ist mein Kuli? Hä? Wo ist mein Kuli? 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 Ich check's einfach nicht. Wie ist es möglich, dass es jedes Mal weg ist? Stimmt, da habe ich es ja hingemacht. Eigentlich nicht. Ich beantworte heute eure Fragen, was ich über Moslems denke. Also die Moslems, die... nur Liebe für die Moslems, ja. Was ich von den Christen denke, also die Christen, ne, die... Nur liebe Menschen. Meine Meinung zu LGBTQ... Also ich muss... Liebe. Ob ich eine eigene Meinung habe? Anscheinend nicht. Bibellesen ist wie Duschen. Du fragst dich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Erst hast du überhaupt keine Lust aufzustehen. Aber sobald man erst angefangen hat, hat man gar keinen Bock mehr aufzuhören. Mmh. Ey, es tut mir leid, aber was kommt zuerst? Milch oder Kakao? Kakao natürlich.